Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich sollte ins Spiel klicken. So. Ich meine, what the fuck? Warum baut das jemand? Wieso hat er Zeit, ein Mosaik da reinzusetzen? Und kriege ich eine Belohnung dafür, dass ich gleich 200 Liter Rattenblut herstelle? Niemand weiß es. Kletter hoch, ich helfe dir. Yep. Huch, ja klar. Ja, schubst dich zu den Ratten. Opfer das Mädchen. Nee, die brauche ich sicherlich noch. Zack, zack. Das sind Steine, die brauche ich nicht. Viel wichtiger ist ja jetzt das hier. Einmal bitte eine Brücke. Gut, ich kümmere mich um die Tür. Kümmer du dich um die Tür? Ich kümmere mich um den Schnaps. Danke. Na los, kommt rüber, ihr Faulpelze. Ja, ja, ich komme ja schon. Nee, Leute, wir brauchen hier ein bisschen... Brauche ich Feuer. Kann das einer von euch anzünden? Dann brauche ich keinen Stein... Ach, ihr seid doch faulen Schweine. Jetzt muss ich selber Feuer machen. Ich muss nicht selber Steine verschwenden. So. Lecker schießen. Hens muss man ihn lassen. Die Anlage ist sehr effizient. Ja, die ist sehr effizient. Und jetzt habe ich hier Ratten mittendrin liegen. Einfach so. Okay. Sie ist positiv, jetzt habe ich mehr Platz für Loot. Folge mir. Nein. Nein. Boah. Da mal ein Stück Käse reinwerfen. Gerade mal, wie viel Leben in den Haufen reinkommt. Ach, guck mal, ich winke sogar. Heiraten. Schön. Nur so ein kleines Stück Cheddar. Wie ein Mini-Bisschen. Weißt du, kein ganzen Leib so sich satt fressen, sondern so ein Mini-Brocken, wo du genau weißt, die sind alle richtig geil drauf. Nicht so ein Mikro für ein Biss, aber schon so ein Würfel, wo du weißt, da prügeln sich zwei, drei Ratten rum. Boah, Alter, der Haufen muss tanzen. Richtig gut. Und ich wette, es gibt ein Achievement dafür, wenn ich die Ratten hier alle töte. Könnte, wenn ich Luminosa herstellen könnte, ja das machen, aber das würde bedeuten, ich tue wertvolle Materialien benutzen. Gerade Leder. Leder ist, nee. Nee, Leder gibt's nicht. Vor allem, das soll eine Falle sein. Naja. Naja. Noch eine Tür. Könnte die richtige sein. Hoffentlich sind da nicht wieder Ratten. Ach, Quatsch. Mäuse. Kleine Ratten. Könntest ja einen Jungen reinwerfen. Ich glaube, dass nicht das geht. Melly, ich brauche hier deine Hilfe. Oh. Schon unterwegs. Futschtechnik. Komm schon. So langsam habe ich genug von all diesen Türen. Hallo? Wir haben es gefunden, das Chateau. Gesundheit. Wow. Es existiert tatsächlich. Chateau d'Ambrage. Unglaublich. Ich hatte ja so meine Zweifel, aber das ist die Art von Alchemistenlegende, die ich mag. Na los, sehen wir uns das mal an. Chateau d'Ambrage. Kann mir mal einer sagen, was das Ombrage bedeutet? Mein Französisch ist jetzt ein bisschen eingerostet. Ich dachte schon, da wäre eine Fliege. Ich dachte, die Fliegen klatschen nochmal raus. Sieht eher aus wie ein Chateau am Arsch. In der Tat. Ohne Scheiß, da ist doch irgendjemand. Das ist eine Feuerstelle. Und, ne, ganz ehrlich, eine Burg am... Ich bin nicht sicher, ist das Wasser oder ist das Berge? Aber so eine Burg, die sieht man auch über hunderte Kilometer. Ratten!
Ich weiß nicht wie. Oh, hast du das gesehen? Der Blitz. Sie haben Angst vor Blitzen. Lass es uns versuchen. Nein. Ist das euer Ernst? Nein. Kriegst du das hin, Melly? Also schön. Ist erledigt. Geiles Steinhaus. Ohne Scheiß. Oh, Schnaps? Nee, was soll das die Wundermedizin sein, von der Sie gesprochen haben? Riecht nicht besonders gut. Wenn es nicht stinkt, hilft es nicht. Da hast du nicht unrecht. Ja, ich helfe nicht. So, schauen wir uns mal den Essig an. Vier Räuberessig. Eine bekannte Legende erzählt von vier Dieben, die einen Weg gefunden hatten, verseuchte Gebäude zu plündern, ohne selbst infiziert zu werden. Als man sie schließlich gefangen nahm, versprach man ihnen, sie nicht auf den Scheiterhaufen zu brennen, sollten sie ihr Geheimnis preisgeben. Sie willigten ein und verrieten ihre geheime Rezeptur, um anschließend den Ort und Stelle gehängt zu werden. Die Wirksamkeit dieser Mixtur bleibt jedoch äußerst fragwürdig. Naja, also dadurch, dass die Pest ja eigentlich von Flöhen übertragen wurde und bakteriell ist und Essig antibakteriell wirkt, ist es jetzt gar nicht so unrealistisch, dass das auf jeden Fall geholfen hat. Und ganz ehrlich, so ein Steinhaus, der Hammer, überleg mal, immer kühl, im Sommer, oh, voll geil, hätte ich Bock drauf. Hier so einen eigenen Streaming-Zimmer. What the shit, ey. Aber ganz ehrlich, da oben ins erste OG kam ich nicht. Nun gut, kümmern wir uns mal um die Ratten. Im Sommer kühl, im Winter auch. Jo, geil, ne? So, ich weiß, die Ratten kommen gleich wieder. Kaboom. So, wir bewundern auch gleich das Gewitter. Los, lauft! Das ist doch verrückt! Nie wieder. Doch. Die Gebäude. Unglaublich. Hier haben mal Leute gewohnt. Voll wir sind geil. So weit oben. Keine Sorge, Hugo. Das ist so weit weg. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Okay, wir schauen uns mal das Gewitter an. Ich stehe auf Gewitter, ne? Ja, Gewitter, voll der Hammer. Hilti. Versuch mal, ein Kabel zu verlegen oder ein Regal aufzuhängen. Ohne Hilti geht nichts. Ja, aber so ein guter Vorschlag. Bohrmaschine braucht man halt mal. Was liegt denn da? Schwefel und Stein. Zufällig Zutaten, die ich hierfür brauche, ne? Das müsste helfen. Jetzt, na los! Noch nicht. Los, wir werden es schaffen. Den hätten wir sparen können. Ich werde dir helfen. Ja. Glaube ich. Vielleicht wäre ich auch gefressen worden. Niemand weiß es. Haben wir es geschafft? Wirklich? Weiß ich nicht. Geschafft. Wir sind da. Seht euch das an. Ja, kommt mal rüber und ihr werdet auch noch gesnackt. Okay. Gewitter, saugeil. Ich stehe auf Naturgewalten, ne? So ein richtiger Sturm. Wenn, ohne Scheiß, ich finde das so geil, wenn man sich nach draußen stellt und der Platzregen einen ins Gesicht drückt. Und man spürt, wie der Wind einen durch die Haare, durch ins Gesicht weht. Und ihr da steht und der Natur ins Gesicht lacht. Ohne Scheiß, das habe ich wirklich schon mal gemacht. Das ist richtig geil. So eine richtige Naturgewalt. Hammer. Blitz, Donner. Ah. Alter, was haben die denn hier für einen Weg reingekloppt? Und für 100 Jahre haben die ja da angesessen. Chateau d'Ombrage.
Oh, von hier aus ist es sogar noch größer. Gehen wir rein, los! Ne, das ist auch geil, ne? Ich guck da. Fällt mir selber gerade auf. Hilft ja nichts. Ich krieg den Monitor ja nicht größer oder mehr Weg dadurch. Ist das jetzt Wasser da unten? Joa, sei ein alter Meister aus Kupfer, einen ollen Holzhammer und gib ihm. Was weißt du, wie lange das dauert, bis der Weg weg ist? Ich sag dir so viel. Da wird viel Kupfer bei drauf gehen, bis du das alte Gebirgsgestein wegkriegst. Alter Vater. Da klopfst du mal ein paar Meißel wund. Oh, geil. Schnapsladung. Bester Freund. Ey, wenn ich hier gleich nicht wieder zurück kann. Warum auch immer, ne? Hau ich dich. Boah. Ha, unglaublich. In dem Turm dort drüben sind die Wohnräume. Er muss mehrere Jahrhunderte alt sein. Sieht trocken aus. Aber dieser Graben ist uns im Weg. Eine Rattenfalle. Wie in der Höhle. Aber wer hat das alles gebaut? Geil. Die Mucke richtig gute. Ich will nur eine Burg legen und einen Burggraben haben, um alle aussperren zu können. Und um dir Baby-Alligatoren zu züchten. Denn wenn die quieken, klingt das, als würden sie Laser verschießen. Verschlossen. Hier ist eine Tür. Schaffst du das? Na schön. Das Schloss ist ganz schön alt. Ja, und die Türen könnte ich eintreten. Da hat sich was bewegt. Ist das, offen. Das war ich, Entschuldigung. Yoshi, ein wunderschön. Yoshi, geht's dir gut? Und Yoshi, morgen spielen wir Oni. Ich weiß ja, dass du auch mal viel Freude an Oni hast. Das Baum im Weg. Oh geil, guck mal, ich könnte hier einen Hammer haben. Ein paar Spitzhaken. Nice. Anscheinend haben sich hier alle versammelt. Da, ein Feuerbecken. Ob ich es anzünden kann? So bringen wir die Ratten in Bewegung. Ja. Yeah. Hugo, bleibt aus dem Regen raus. Wir werden einen Weg zum Turm freimachen. Gut. Komm, Hugo. Bist du soweit, Melly? Und Steine. Alkohol und Steine kriege ich. Ja, da freue ich mich auf morgen hier auf jeden Fall. Lol, guck mal, sie haben sich da einfach zu trocknen. Alter, was seid ihr für Paschas? Weißt du? Lasst die Olle arbeiten und ihr setzt euch trocken dahin. Ich werde nicht mehr. Du kannst es bewegen. Ja, vielleicht will ich es aber nicht. Mir geht's gut, Yoshi. Bin bester Laune. Ich habe echt Spaß an dem Spiel. Okay, warte mal. Schnaps brauche ich dafür nicht. Hierfür auch nicht. Dafür, aber da brauche ich Stoff. Stoff und Leder will ich beides nicht opfern. Nun gut, dann bewegen wir mal. Also los. Ein bisschen. Die Belagerung des Chateau d'Ombrage. Zwei Mädchen gegen tausende von Ratten. Diese Schlacht wird in die Geschichte eingehen. Sieh nur, sie bewegen sich. Nein. Die Antwort ist simpel, sie lautet nein. Wir sollten den mittleren Bereich jetzt erreichen können. Ja, das ist schon mal der erste Schritt. Ich lasse dir den. Sind dein Spezialgebiet. Sehr großzügig. Natürlich. Rattenburger. Also hier werden nachher alle Ratten reingeschmissen und dann kommt ein großes Paddy raus. Ihr kleinen greedy Bastarde. Ah! Ja, lauft rein. Los, holt euch. Gute Ratten. Wenn ich hier lange genug stehe, fallen genug Ratten rein? Hey, hinter dir liegt was zum Anzünden. Ah, ja. Ja, schon gesehen. Ja, fuck off.
Hinfort! Ich fühle mich schon gleich viel besser. Und jetzt? Kann ich den Kasten bewegen? Hier, guck mal, weißt du, wie mutig die kleinen Nager sind. Seht ihr das? Hier, da kommt immer ein paar nach vorne und greifen mich an. Kleine Schweinepriester, die. Da gibt es bestimmt irgendwie einen Drehmechanismus oder sowas, wo ich das Ding bewegen kann. Zumindest sieht das so aus, als wäre hier auf Ketten gelagert. Ich hoffe, die sind gut geschmiert. Oh, nice! Ohne Melly werde ich es nicht schieben können. Ja, ist ja gut. Pass mal auf. Hier. Hey, seht mal! Oh. Macht's gut, ihr Ratten! So, jetzt wissen wir, wozu die Grube gut ist. Rein da! Los! Mach Platz! Das Feuerbecken kommt von allein zurück. Melly, kannst du zu mir kommen? Ich komme. Kann's kaum erwarten, da oben zu sein. Anni, danke für den Host. Geht's dir gut? Seht sie euch an. Wimmeln hier rum wie Adlige am Königshof. Aber das ist unser Schloss. Anni, mein Girl. Oh Gott, jetzt geht's. Schieb den Wal, schieb den Wal, schieb den Wal zurück ins Wasser. Nee, sind Ratten. Aber dicht dran. Wir haben vorhin drüber philosophiert. Wir könnten einen Babywal haben. So groß wie ein Meerschweinchen. Der wäre furchtbar niedlich, weil er nämlich nicht macht, sondern... Und man könnte ihn streicheln. Mir geht's auch gut. Das Spiel macht mir echt nicht laut. Alter, diese Burg ist widerlich. Oh nein, gut, die hier müssen auch noch in die Grube getrieben werden. Schon wieder Schnaps. Sie sind mal wieder auf der falschen Seite des Feuerbeckens. Ich muss runtergehen und nachsehen, was da unten ist. Gut, ich gebe dir Deckung. Muss immer was herstellen. Ich kann das nicht so lassen. Ich brauche das sicherlich später. Ich gebe dir wieder Deckung mit dem Feuerbecken. Ah, okay. Heißt das jetzt? Ich schubse das zurück? Ich weiß, ich sollte es vorher anzünden, trotzdem. Okay, drehen wir eine Runde. Das Schlimme ist, die kommen ja wieder. Ihr seht da die Lücke. Das heißt, die Ratten, die ich jetzt zur Seite dränge, kommen wieder. Und die zwei, drei, die ich erwische, weißt du, das ist ein Klacks. Aber erstmal ist ja das Wichtigste, schieb, schieb. Das Problem ist, ich muss wahrscheinlich runter. Ich lege mein Leben in deine Hände. Und muss ihr sagen, dass er das Ding... ja, Mama. Oh, das Drehmädchen. Du kriegst das hin? Ja. Na, Logo. Wärst du lieber hier unten? Weiter geht's nicht. Was siehst du da unten? Noch mehr Feuerbecken. Ratten. Kann den Ball hochklettern. Dann hoch mit dir. Ich sehe Ratten. Gilt das? Wir werden es schaffen. Hugo und wir alle werden in Sicherheit sein. Ja, gut, dann machen wir nochmal Feuer. Niemand mag Ratten. Widerlichen Finger. Schieb, 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 schieb. Achso, schieb, schieb, schieb. Kann ich jetzt hier irgendwie fancigerweise. Ist es nicht, kann er hochklettern? Hat die da nicht gerade irgendwo gesagt? Oh, da. Okay. Ah! Ja, 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 ja. Okay, okay, okay. Ich verstehe. Jetzt kann ich hier kann ich hochklettern. An den wohl unbekannten weißen Kreidestellen. So, das heißt, ich kann hier den ganzen Laden gleich einmal... Ah, ja, genau, zusammentreiben. Ich stehe auf zusammentreiben. Stoff und Schwefel und Schnaps gibt's auch noch. Nice.
immer her damit.